jetzt immer ein bisschen was geiler ist in der DKG und von den Farbmodis, bevor ich mal ins Detail gehe, ein bisschen mehr drüber erzähle. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel, man kann in diesen Bereichen, wenn man so ein bisschen Gas gibt, auf jeden Fall, welchen Farbmodus man auch immer drin hat, kann man mit der DKG echt geil Spaß haben. Das heißt, man hat immer so einen Bereich, wo dieses DKG-Getriebe agiert. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen reintrete, kannst du halt die Gänge so voreinstellen und dann halt eine ganz geile Geräuschkulisse immer so aufkommen lassen, ohne dass du wirklich schnell fährst. Das ist eigentlich ein ganz geiles Gimmick. Was ich bisher euch noch nicht so gezeigt habe, das heißt, wenn ich jetzt hier diesen einen Gang anlege und will ein bisschen Gas geben, macht er halt hier Tram-Tram und Tramborium, aber eigentlich passiert nicht viel. Und so kann man eigentlich auch recht entspannt fahren. Ich muss wahrscheinlich wieder rechts, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang fahre. So hat man eigentlich ganz geile Soundkulisse im Auto. Aber man hat jetzt nicht so viel Geschwindigkeit immer, die man aufbaut. Zum Beispiel jetzt so. Man kann aber die Gänge ein bisschen durchsortieren lassen und ein bisschen Sound genießen, aber man ist dann nicht automatisch extrem krass am Heizen in der Stadt. Das ist eigentlich nochmal ein ganz interessanter Modus und Vorteil von der DKG, die sie einfach mit sich bringt. Zum Beispiel jetzt sehen wir so ein bisschen immer die Gänge halt hochpeitschen kann, ohne dass sowas passiert. Und das macht eigentlich mit der DKG so am meisten Spaß, wenn man im Stadtbereich unterwegs ist. Das hat dann natürlich wieder irgendeinen Modus hier gewählt. Zum Beispiel jetzt ist er am 4 und das mache ich ein bisschen Gas. So kann man eigentlich immer ganz gut mit dem Auto arbeiten und sich die Emotionen mit dazu holen. Aber jetzt geht es mal ein bisschen in die Details. Jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag, was ich die ganze Zeit meine mit langweilig. Also jetzt ist der Punkt, ich habe eigentlich so alles euch erzählt und alles euch jetzt vorgeführt in allen möglichen Fahrmodis. Das heißt, ich fahre ja nicht dauerhaft so wie ein Behinderter, wie ich das eben jetzt vorgeführt habe, die ganze Zeit Gas und alle möglichen Modis und so. Wenn man ein bisschen Bock hat auf Action, ist okay. Dann macht man wahrscheinlich einmal Sport Plus rein, peitscht die Kiste mal ein bisschen, freut sich und dann fährt man wieder normal weiter. Und das ist eigentlich auch nice. So, aber jetzt ist genau der Punkt, ich fahre jetzt eigentlich nur entspannt nach Hause. Ne? Also wir haben jetzt hier noch 6 Kilometer, die wir fahren müssen oder sowas. Und jetzt gucke ich hier einfach nur rum. Und jetzt finde ich das Auto langweilig. Nicht, weil das Auto langweilig von den Emotionen her ist, sondern jetzt fährt sich das einfach wie ein Toyota Yaris, wenn man halt entspannt fährt. Was auf der einen Seite natürlich genau dieser geile Komfortspagat ist, wenn man ihn mag. Aber das ist jetzt für mich einfach, ich sitze im Auto, ich gebe so ein bisschen Gas und ich komme so ein bisschen voran. Und das Ding fühlt sich irgendwie, außer dass das ein bisschen härter gefedert ist und ein bisschen nette Soundkulisse da ist, halt nicht so wirklich wie ein M2 an. Und das ist so das, was ich meine mit diesem langweilig, weil ich langweile mich jetzt hier, wie ich nach Hause fahre und nichts im Auto zu tun habe und irgendwie nicht spüre, dass ich hier doch mehr Power unterm Kessel habe und doch mehr Action habe, wenn ich irgendwie mich nicht beherrsche oder sowas. Das ist irgendwie so, was ich am besten sagen kann. Das heißt, das fühlt sich alles so weich an. So, ich gebe Gas und es ist jetzt nicht, ich merke jetzt hier keine 370 PS, ich merke keine 450 Newtonmeter, ich merke hier keinen, die Bremse merke ich, die ist gut. Aber sonst fühlt sich eigentlich alles so ganz so lässig an, so voll entspannt. Und da fehlt mir das dann trotzdem irgendwie mal zu schalten und die Verbindung zum Auto, um dann das Fahren an sich interessanter zu gestalten, als jetzt das langweilige, nur leicht aufs Gas drücken und bremsen und ein bisschen lenken und alles ist weich. Das ist irgendwie das, was ich meine mit dem langweilig. Das Auto ist, wie gesagt, wenn man Action will, alles andere und höchst interessant. Aber jetzt fängt das an, für mich langweilig zu werden, hier rumzufahren. Da finde ich einen Schalter in dem Moment dann einfach attraktiver, weil ich einfach mehr zu tun habe im Auto und einfach das gerne habe, Kupplung treten, Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, Gaspunkt kommen lassen, den Punkt finden, bisschen Gas geben und entspannt zu fahren und selbst einen Schalter langsam zu fahren oder einen Schalter sportlich zu fahren oder einen Schalter normal zu fahren, finde ich immer interessanter und emotionaler, als jetzt einfach nur
ein bisschen hier aufs Gas zu drücken und ein bisschen zu lenken und ein bisschen zu bremsen. So wie zum Beispiel jetzt. Ich fahre ganz normal an und fahre eigentlich ganz entspannt und das ist eigentlich, ja, so sorry, Toyota Yaris, auch so ein bisschen hart gefedert. Ich rufe ja keine Leistung ab, aber es ist für mich jetzt einfach boring. So, ich sitze hier einfach und fahre von A nach B und mache ein bisschen so, naja. Macht das Auto aber nicht schlecht. Es ist nur mein Statement zu Automatikgetriebe und DKG-Getriebe, dass das auf Dauer langweilig wird. Das war's. Peace. Mm-hmm.